Es sind die bisher kältesten Tage des neuen Jahres. Bis zu minus 10 Grad. Doch trotz eisiger Temperaturen sind diese Menschen weiterhin für uns unermüdlich im Einsatz. Sie säubern unsere Straßen oder schuften im Wald. Ein Knochenjob. Wir wollen den fleißigen Arbeitern den Tag ein bisschen mit heißem Tee versüßen und Danke sagen. Wir wollten zumindest mal Danke sagen, wenn das vielleicht auch die Leute sonst nie machen. Wie geht's euch hier bei minus 8 Grad draußen? Ja, auch ich habe eigentlich zwei Strümpfe an, aber trotzdem ist mir so kalt. Ja. Kassel 3:30 Uhr, minus 4 Grad. Frühes Aufstehen ist für Zeitungszustellerin Ursula Gabel im Kasseler Stadtteil Brasselsberg Alltag. An ihrer Seite heute unsere Main-Tower-Reporterin Tina Müller. So, was haben wir denn vor uns? Ja, das sind ungefähr so 80, 90 Zeitungen. Und da gehen wir jetzt einmal so im Karree und verteilen die. Mit 27 Jahren im Job gehört sie sicherlich zu den erfahrensten Zeitungsausträgern in Kassel. Ein Beruf, den sie so lange nie machen wollte. So früh aufstehen, eigentlich bin ich Langschläfer. Aber dann bin ich dabei geblieben. Und wie viel haben Sie jetzt noch vor sich? Anderthalb Stunde. Noch einiges also? Ja, ein bisschen noch. Ja, ich hoffe, der Tee wärmt zumindest ein bisschen. Der wärmt mich, ja. Sehr gut. Lautes Kettensägegeräusch im Frankfurter Forst. Bei Minustemperaturen sind wie an jedem Morgen auch hier die Waldarbeiter im Einsatz. Ein mehr als 100 Jahre alter kranker Baum muss gefällt werden. So, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, alle schon fleißig hier am Arbeiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir heute Morgen eine dicke Unterhose angezogen. Ich weiß nicht, wie schaut es bei Ihnen allen aus? Alle mit dicker Unterhose dabei? Nee. Im Moment, wo man sich bewegt, ist es also zum Aushalten noch. Richtig, genau, die Betriebstemperatur, die muss den ganzen Tag über stimmen und dann kommt man gut über den Tag. Ja. 150 Kilometer Tour liegen vor Mike Morbitzer und seinen Kollegen in Wolfhagen. Bei minus 10 Grad hinten auf dem Podest des Müllautos zu stehen, kein Zuckerschlecken, das stellt auch unsere Reporterin fest. Sag mal, du bist jetzt 8 Stunden unterwegs. Wie schützt du dich denn vor der Kälte? Ja, einfach nur dick anziehen. Wie? Dicken Pulli, dicke Jacke, lange Unterhose. Mehr geht nicht. Okay. An so einem kalten Morgen freuen sich die Müllwerker über jede helfende Hand. Bei dir sieht das so leicht aus. Ja, weil ich das jeden Tag mache. Das merkst du auch immer, wenn wir neue Leute haben. Das ist halt am Anfang so. Spendieren wir noch mal eine Runde Tee. Aber wir wollten zumindest mal Danke sagen, wenn das vielleicht auch die Leute sonst nie machen, dass ihr das einfach für uns macht und dass ihr immer in der Kälte für uns unterwegs seid. Das finde ich nett von euch. Danke. Es gibt so viele Menschen, die den ganzen Tag ja draußen arbeiten müssen. So zum Beispiel hier auch von der Straßenreinigung. Ich sag mal ganz kurz Hallo. Hallo. Wie geht's euch hier bei minus 8 Grad draußen? Wo ist gerade momentan kalt? Also bei mir ist eigentlich am meisten hier vorne am Zeh, also Füße. Also Füße halt. Ja, also ich habe da echt Hochachtung vor. Ich habe ein bisschen Tee hier für die Jungs mitgebracht. Vielleicht holen Sie die mal kurz dazu, dann schenke ich ein bisschen Tee aus. Vielleicht wird euch da ein bisschen warm. Ja. Vielleicht rufen wir die einfach mal rüber. Ja, und mach genau. Ich, ja. So, wie gesagt, ohne Schuss, aber. Johannisbeere schmeckt hoffentlich trotzdem. Ja. Bitte ja. Schön. Ist sehr Dankeschön. Heiß. Dankeschön. Gerade ja, frisch geht. Gebrüht. Dann ist doch sehr nett, danke. Im Sommer ist, macht es wahrscheinlich, auch wenn es Arbeit ist, trotzdem mehr Spaß, oder? Genau, richtig. Wenn man draußen an frischer Luft ist, draußen, das macht mehr Spaß dann, dann zu arbeiten dann. Sie sind die Helden des Winters und unermüdlich im Einsatz. Wir von Main Tower finden, sie haben jeglichen Respekt von uns allen verdient.